Was ist das nur für ein Theater? Junge, ich war schon beim Psychiater. Jetzt ist der Typ irre und sitzt in der Klapse. Tja, Blitze zwischen den Synapsen. Synapsengewitter. Ich twitter es nicht und auch nicht auf Facebook. Nein, denn ich finde, das spricht sich doch eh von alleine herum, Junge, dass du dumm bist. Wusste ich doch vorher schon. Deshalb dachte ich mir, wie zum Hohn, ich kassiere deinen Lohn und mach den Abgang, du Brand. Und was soll ich sagen, es hat ja geklappt. Zick, zack, zick, wie zickzack, mach kein Hickhack. Wenn ich dich erwische, breche ich dir den Kick ab. Biatch. Ich habe doch gewusst, du bist ein Toy, wie er im Buche steht. Hier kommt der, der alles auseinanderlegt wie Mosaik, es dann wieder zusammenpuzzelt, um euch Freaks gleich wieder auseinander zu hauen, denn kaum, kaum hab ich das Licht der Welt erblickt, war ich auf mich allein gestellt und das Leben gab mir einen harten Fick. Und von diesem Tage an war es immer so, ja, das Leben fickt mich hart, deswegen bin ich so, wie ich nun mal bin und du kannst es nicht ändern, denn also one, der Dirty Beat ist halt so, wie wir ist denn das? Denn das, was ich mache, mache ich nur für mich, allerhöchstens doch für meine Mom. Ja, ich habe kein Erbarmen bei euch lahmen Säcken, denn wenn ich will, dann könnte ich euch tracken mit einem Faker-Suchgerät und ich würde euch anpeilen. Joa, anseilen auf der Folterbank. Anseilen auf der Folterbank ist auch eine gute Idee, denn ich tue jeden gerne wie, ob seelisch oder körperlich, das ist unwichtig. Richtig? Wichtig ist mir nur, dass du Qualen hast, ganz egal, du kleiner Spast. Was du dagegen versuchst zu unternehmen, es wird auf jeden Fall daneben gehen. Dirty B. Ich hebe ab wie Blinks von Berlin Eagle, denn ich segel total verträumt durch die Gegend und ich freue mich, denn du Toy, ich bereue nichts außer mein Dasein. Also was soll's, das sollte klar sein. Aber wer so weit unlebt wie ich, der hat nichts zu verlieren. Ich meine nichts, was ich lohnt zu verlieren. Allerhöchstens mein Leben, aber das ist es wert, denn ich scheiß darauf. Denn mein Leben ist verkehrt. Drum werd ich nicht lange drum rumreden. Nein, ich komme hart dahergesteppt. Und solltest du mich bomben, dann hab ich Pech gehabt. Aber im günstigsten Falle kriegst du Tritte vor den Sack, gehst in die Knie und ich reiß ihn dir ab. Deinen Sack. Oder gefickter Hurenspaß, was willst du tun, wenn Dirty B am Mike ist, um zu ruhen? Lässt er sich nicht aufhalten, denn ihr könnt mich mal und zwar hart am Arsch lecken, denn Dirty B ist nach wie vor total ungehemmt und ihr seid einfach nur allemann beschränkt. Ja, kleingeistiges Pack, das seid ihr, ihr habt nichts unterm Pony. Habt ihr kapiert? Nee, natürlich nicht, weil ihr dumm seid wie Stulle.